Am Freitag haben wir bei Softwarearchitektur im Stream eine der Pionierinnen der Informatik zu Gast, Professor Christiane Floyd. Sie war die erste Informatikprofessorin in Deutschland und Inhaberin des ersten Lehrstuhls für Software. Wir wollen über das Konzept menschenzentrierte Softwareentwicklung sprechen. Das ist ein Ansatz, der schon in den 80ern wesentliche Elemente agiler Entwicklung umgesetzt hat. Außerdem geht es um die Erfahrungen, die zu der Entstehung dieses Ansatzes geführt haben. Wir freuen uns auf zahlreiche Kommentare, zahlreiche Fragen und natürlich viele ZuschauerInnen. Bis dahin.